Ja, die Erfassung von Patient-Reported Outcomes, das sind direkt von den Patientinnen und Patienten erhobene Angaben, beispielsweise zur Symptombelastung oder auch Lebensqualität, wird aufgrund der beeindruckenden Evidenz zum klinischen Nutzen zunehmend gefordert. Und die EDV-gestützte Erhebung dieser Angaben wird zurzeit an der Klinik für Strahlentherapie des Gruppenberg-Krebszentrums am Universitätsklinikum Halle implementiert. Diese pilothafte Implementierung wird wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Und nach Abschluss der Prozessevaluation wird ein Manual erstellt, um die Implementierung auch anderen Kliniken und Zentren zu erleichtern. Unser Fazit zum jetzigen Zeitpunkt ist, wenn diese Angaben genutzt werden, dann entsteht ein Mehrwert der strukturierten Erfassung sowohl für die ärztliche und pflegerische Supportivtherapie als auch für die psychoonkologische Begleitung. Die grafischen Darstellungen sind einfach verständlich und übersichtlich und zeigen sowohl die akute Belastung als auch die Belastung im Verlauf und können im Patientengespräch genutzt werden. Ganz wichtig dabei ist es, auf belastete Patienten zuzugehen, nachzufragen und gegebenenfalls bei Bedarf entsprechend der Leitlinien Maßnahmen einzuleiten. Denn kein Assessment ohne Konsequenz. Wir freuen uns, dass wir unsere Arbeit beim Deutschen Krebskongress vorstellen können, denn unserer Ansicht nach gehören Patient-Reported Outcomes zu den wichtigsten Themen der Versorgungsforschung. Allen Kliniken, die Patient-Reported Outcomes nutzen wollen, können wir sagen, es funktioniert, wenn alle Beteiligten von Beginn an eingebunden sind, geschult werden, aber vor allem, wenn sie den Mehrwert für ihre eigene Arbeit erkennen.